Schönen guten Abend, herzlich willkommen, liebe Gäste. Ich eröffne die Pressekonferenz zum letzten Heimspiel der Saison 2014-2015 in der DKB Handball-Bundesliga. Endstand heute bei uns vor 1980 Gästen in der Merkur Arena Lübbecke 28-23 für unseren TuS N Lübbecke. Ich begrüße die Herrschaften der Presse und die beiden Trainer. Zu meiner Linken Robert Andersson, den Trainer von unseren Gästen vom HC Erlangen, und zu meiner Rechten Sead Hasan Efendic, den Trainer von unserem TuS N Lübbecke. Gratulation erstmal, Sead, zum Sieg heute. Danke. Und wir haben natürlich dadurch auch den Klassenerhalt perfekt gemacht. Halten wir am Ende erstmal als wichtigstes Fakt vielleicht fest. Aber natürlich freuen wir uns als erstes, das Statement unseres Gästetrainers zu hören, Robert Andersson. Robert, deine Meinung zu den 60 Minuten heute bei uns? Ja, schönen guten Abend erstmal. Glückwunsch an Lübbecke und Sead. Wir wollten uns gut verabschieden aus erster Liga und wir haben uns viel vorgenommen. Wir wollten das Spiel gewinnen. Ich finde auch, wir haben in der ersten Halbzeit sehr gut gespielt, super Abwehrleistung gehabt. Leider ein paar Gegenstößtore frei vom Tor verworfen. Wir konnten damit ein paar Tore in Führung gehen zur Halbzeit. Zweite haben wir dann ein bisschen nachgelassen, Lübecke besser ins Spiel kommen lassen und nicht diese einfachen Tore gekriegt. Und ja, auch ein bisschen die Kräfte gefehlt zum Schluss. Ein paar Ausfälle gehabt, soll keine Ausrede sein, aber dann hat, finde ich, zweite Halbzeit Lübecke verdient gewonnen. Das war's schon? Ja. Kurz und knapp. Danke an Robert. Jetzt ist Urlaub. Jetzt ist Urlaub, ganz genau. Hochverdient. Sehr, hat Mission geglückt. Klassenerhalt perfekt gemacht. Deine Meinung, deine Analyse zu den 60 Minuten? Ah ja, einfach, ich werde sagen, einfach in allerletzten Moment. Ne? Wir haben unnötig gespannt gemacht bis diese allerletzte Spieltag. Das war nicht nötig, aber ich muss sagen, dann einfach, wir haben das verdient, einfach diese erste Bundesliga. Wir haben konzentriert, einfach Rundtraininge gemacht und einfach Konzentration von den Spielern haben. Jetzt, was ich erlebe, einfach in letzte, vorletzte Spieltag oder letzte Spieltag, einfach, wir haben nicht so Glück gehabt, denn wir haben Erlangen als Gegner. Jetzt, Robert hat gesagt, einfach, dann die sind gekommen hier mit Wunsch, uns zu schlagen. Manche Mannschaften gehen in Mallorca, manche Mannschaften gehen in Prag, manche Mannschaften machen schon diese Spielerreise und so und spielen einfach mit weniger Konzentration. Und unsere heutige Gegner Erlangen hat gespielt einfach Saison bis am Ende, wie wir am Ende. Und wir haben gesehen, wenn jemand spielt kollektiv, wenn jemand spielt mit Wunsch zu gewinnen, wenn jemand kämpft, einfach diszipliniert ist in Angriff, dann einfach sehr schwer ist. Wir haben unwahrscheinlich einfach viel investiert, einfach nicht nur in physisch, weil Spieler auch sind am Ende, Kräfte sind am Ende, einfach trotz Training, trotz allem, Sonne scheint und letzter Spieltag ist und man gucke in jede Richtung, ob jemand werde uns helfen, aber nein, wir müssen uns helfen selbst hier werden. Und nicht nur spielerisch oder physisch einfach, das war auch mental auch sehr, sehr, sehr schwer. Nachdem diese unnötige verlorene Spiel gegen Ballingen, einfach, wir haben alles versucht, immer waren wir bereit, wir haben super Trainings gemacht und Einsatz von den Spielern war dabei, aber eventuell Anwesenheit von den Spielern, kleinere Kader in diesem Moment und Unglück eventuell zweimal in den letzten zwei Minuten, drei Minuten gegen Radlike Leve oder gegen Gummersbach, wir verlieren. Und wir wirklich mental sehr schwer, auch für Spieler. Und das ist eine Erleichterung. Aber ich glaube, dann wir verdienen einfach von Hierarchie, vom Club, von einfach Spielerkader auch und auch von das, was man hat investiert diese Saison. Dann wir einfach haben das damit Erfolg gemacht. Ich bin stolz, weil meine Aufgabe, das mit das da war, erfüllt. Einfach, ich bin auch hier gekommen zu helfen, wann ich kann. Ich habe alles versucht, von mir alles gegeben und ich bin stolz, dass wir haben das da gemeinsam erreicht. Ich möchte an dieser Stelle mich bedanken einfach an Vorstand von Lübbecke. Dann hat an mich gedacht in diesem Moment, wann war schwer. Und hat mir diese Gelegenheit gegeben, einfach dann ich spiele in Bundesliga nach Weltmeisterschaft und mit Tunesien. Was hat mir Freude gemacht? Ich habe von mir, ich muss sagen, alles gegeben. Von anderer Seite freue ich mich auch, dass ich habe solche Spieler gehabt, welche
meistens und in meisten Spielen, in meisten Trainings haben von sich alles gegeben. Am Ende war es schwer, aber mit Erfolg trotzdem. Und ich möchte mich bedanken auch bei Zuschauern, weil einfach im Moment, wann ich bin gekommen hier, war nicht so gute Verhältnis Zuschauer und Leistung von der Mannschaft. Und jetzt in schon ein paar Spielen, ich habe gesehen, in letzter Minute Zuschauer stehen auf und einfach applaudieren Mannschaft. Ne? Das heißt dann Einsatz und Engagement von der Spieler war dabei. Wegen das, ich bin auch sehr zufrieden und stolz und einfach, ich glaube dann auch, diese Spieler, welche haben sich verabschiedet, einfach haben Freude gehabt und einfach, jetzt ist eine schwere Saison und Ende von Saison und ich glaube, die Spieler werden profitieren, manche in Ferien, manche in Nationalmannschaft, manche einfach mit neuen Vereinen, aber mit Erfolg ist alles gemacht und Gott sei Dank, Liebeke werde einfach weiterspielen in der Bundesliga und einfach ohne sich irgendwas machen, irgendwelche Gedanken, einfach nächstes Jahr wahrscheinlich früher absichern diese Bundesliga-Status als dieses Jahr. Dankeschön. Danke, Sead. Gibt es Fragen an die beiden Trainer? Das ist offenbar nicht der Fall. Wir haben offenbar alles geklärt. Ich bedanke mich für die Aufmerksamkeit. Ich bedanke mich für die Statements der beiden Trainer. Ich bedanke mich für eine spannende Saison mit gutem Ende. Natürlich auch bei den Zuschauern im Namen des TuS Jahn Lübbecke. Ich wünsche Robert Andersson eine gute Heimfahrt heute mit dem Team und natürlich alles Gute in der neuen Saison in der zweiten Liga. Ich sage ganz bewusst auf Wiedersehen. Ich wünsche alle einen schönen Sommer und bleibt gesund und munter. Dankeschön.